Hallo Mädels, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es mal von mir eine Review geben. Und zwar geht es um Anti-Pickel-Produkte. Ich habe eigentlich erst überlegt, ich mache zwei getrennte Videos dazu, habe mich jetzt aber spontan doch umentschieden und werde euch heute in dem Video eine Review zu folgenden Produkten geben. Und zwar wird es einmal hier um diese Garnier Hautklar-Produkte gehen. Und dann direkt nämlich im Vergleich geht es noch hier um diese, wie nennt sie sich, Sebium-Reihe von Bioderma. Also da habe ich auch ein paar Produkte, die ich ja eigentlich fast alle leer gemacht habe. Und ja, genau, ich werde das einfach im direkten Vergleich machen. So, und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe noch eine Creme vergessen. Also Moment. So, keine Lust, das jetzt zu schneiden, aber es klappt ja. So, und zwar würde ich mal sagen, fange ich mit der Reihe von Garnier an. Ich habe ja vor circa 4 Wochen mir diese ganzen Produkte zugelegt. So, Chaos-Video. Ich habe sie mir vor circa 4 Wochen, wie gesagt, zugelegt. Viele haben das auch auf Instagram gesehen und wollten dazu ganz gerne eine Review haben und deswegen mache ich das jetzt. Ja, erstmal zu den Produkten an sich. Die 3 Produkte habe ich jeweils für 3,45 bei Rossmann gekauft, die gibt es bei Butni, für die, die einen Butni haben, aber derzeit im Angebot für 2,99 €, glaube ich. Ja, und hier sind 150 ml enthalten und bei den anderen beiden Produkten je 200 ml. Und ja, ich brauche mal gerade ein Tuch, denn die sind noch ein bisschen nass, merke ich gerade. Also, wir fangen mal an mit diesem täglichen Anti-Pickel-Waschgel. Die ganzen Produkte sind natürlich für fettige, zu Unreinheiten neigende Haut mit Salicylsäure und Zink. Ja, was kann ich zu diesem Anti-Pickel-Waschgel sagen? Ich finde es erstmal gut, dass das einen Pumpspender hat vorab. Ganz klar, geht super schnell und einfach. Zu dem Waschgel an sich. Also beim ersten Mal hat sowohl das als auch dieses 3-in-1-Produkt, was für Reinigung, Peeling und Maske ist praktisch, hat bei mir ein bisschen gebrannt. Aber das ist, also das heißt gebrannt, man hat gemerkt, dass das Gesicht irgendwie gearbeitet hat. Ja, aber das ist ja normal bei diesen Produkten. Die entziehen ja auch ja, praktisch Feuchtigkeit oder trocknen aus, Anti-Pickel-Produkte halt. Ja, aber das war nur beim ersten Mal so. Jetzt die weiteren Male habe ich damit überhaupt keine Probleme und ich habe Mischhaut. Ihr seht es auch schon, das Produkt ist schon ja, fast leer und ich habe es jetzt gerade mal knapp einen Monat. Also ich benutze es morgens und abends. Meine Schwester und eine Freundin haben das auch mal mitbenutzt. Also es geht schon. Rucki-zucki alle. Aber okay, für den Preis ist das ja auch in Ordnung. Ich finde, danach fühlt man sich super gut gereinigt. Ich habe keine Hautirritation bei keinem von diesen Produkten. Und ja, was ich aber jetzt letzten Endes zu dieser Anti-Pickel-Wirkung sage, ist, also ich habe es angefangen zu verwenden, wo die Frau ihre Periode hatte, was natürlich dann nicht so vorteilhaft ist, weil man da sowieso immer Pickelchen bekommt. Und ich dachte erst, vielleicht hängt es damit zusammen oder es hängt damit zusammen, dass wenn man so eine Serie anfängt, dass sowieso erstmal alles rauskommt, was man ja sagt, dass sich die ganzen Pickel erstmal bilden, sage ich mal, der ganze Schmodder, auf gut Deutsch gesagt, rauskommt und es dann erst nach und nach besser wird. Ich weiß jetzt letzten Endes echt nicht, woran es gelegen hat, ob es damit zu tun hatte oder mit meiner Periode, aber wie dem auch sei, ich verwende es jetzt weiter. Und ich habe trotzdem Pickel, also ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich habe natürlich auch viel Make-up drauf, also viele werden sich wahrscheinlich jetzt auch fragen, wo hast du denn Pickel? Aber die Kamera schluckt auch und ohne Make-up sieht man das schon. Ja, und ich finde einfach, dass die nicht so, nicht so gut wirken. Also, weiß ich nicht. Von der Reinigung her, wie gesagt, super, aber von der Wirkung her, zu dem Gesichtswasser hier kann ich sagen, dass ich eigentlich ja auch keins benutze, aber ich wollte die Serie irgendwie komplett haben und ihr seht es aber schon, ich habe es kaum verwendet, ich glaube jetzt 2-3 Mal und es klebt. Wenn ihr das aufgetragen habt, danach wächst euer Gesicht und es klebt so und das mag ich überhaupt nicht. Eine Freundin von mir hat das auch ausprobiert bei mir und hat gesagt, das wächst ja, das ist ja ganz so. Also würde ich oder hätte ich das gewusst, hätte ich es mir gar nicht erst gekauft und das ist halt immer nur, also Gesichtswasser meiner Meinung nach ist immer nur so ein i-Tüpfelchen, aber kein Muss, weil man sein Gesicht ja vorher eh schon gereinigt hat und ja. Genau, so und jetzt zu diesem 3-in-1-Produkt, das finde ich ganz cool eigentlich, finde ich sehr angenehm, ich habe es für alle 3 Zwecke schon verwendet, also ganz normal zur Reinigung, würde ich aber nicht jeden Tag empfehlen, da das halt mit Peelingkörnern ist, klappt aber sehr schön, danach hat man auch ein schön gereinigtes Gefühl und die Haut ist weich.
Peeling, logischerweise, glaube genauso, Peelingkörner sind enthalten und eine Maske fand ich auch gut. Finde ich dann halt auch gut, dass das so eine große Pulle ist, da man dann nicht wie hier jetzt zum Beispiel immer die Masken kaufen muss. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, wenn ich das habe, aber okay. Ich wollte es halt irgendwie komplett haben. Ja, so viel dazu. Auch hier die Wirkung, ehrlich gesagt, nach einem Monat, ich weiß es nicht, ich habe trotzdem Pickelchen irgendwie und ja, So, zu dieser Maske kann ich noch nicht so viel sagen. Ich wollte sie aber trotzdem nochmal zeigen. Die kennen ja viele, da schwören viele drauf, mitunter auch meine Schwester. Die Anti-Pickel-Thermomaske, die wird ja so warm. Ist auch mit Salicylsäure und Zink, kostet irgendwas unter einem Euro. Und ich fand die früher irgendwie blöd und jetzt wollte ich sie aber nochmal ausprobieren, wo ich mir diese ganze Reihe gekauft habe und dachte, komm, gib's dir nochmal eine Chance. Da werde ich auf jeden Fall noch von berichten in meinem Aufgebraucht-Video, aber... Eigentlich, ich weiß nicht, ich schätze mal, das ist so relativ das Gleiche, wenn man das auch als Maske verwenden kann. Ja, ich habe sie halt da und ist okay, ich werde sie verwenden. So, jetzt kommen wir zu den Bioderma-Produkten. Und zwar habe ich mir mal vor schon etwa, ich weiß es gar nicht, vor 3, 4 Monaten, also schon ein bisschen her, durfte ich mir bei Bioderma ein Produkt aussuchen. Um es zu testen, das habe ich natürlich liebend gern gemacht, nochmal vielen Dank dafür. Das ist hier diese Sebium Global Creme von Bioderma. Und diese ganze Reihe, diese Sebium-Reihe ist auch für, oder gegen Pickel, nicht für, Quatsch. Ja, und deswegen habe ich mir die ausgesucht, weil ich halt mal so eine Creme haben wollte, die extra diese Wirkung hat, gegen Pickel anzuwirken. Und ihr seht es vielleicht auch schon, die ist schon gut leer. Insgesamt kann ich vorweg sagen, ich bin wahnsinnig begeistert von diesen Produkten. Also ich zeige euch die mal kurz, was ich hier habe. Einmal hatte ich hier als Pröbchen, die haben mir nämlich noch Pröbchen dazugelegt. Und ich muss sagen, das war gar nicht so doof von denen, weil ich werde mir alle Produkte davon nachkaufen, bis auf diesen Porefiner hier. Also wie gesagt, die kleinen Größen haben sie mir noch dazugelegt zum Testen und ich bin einfach begeistert. Ja, also der Pore Refiner, den habt ihr einmal hier. Da schwärmen auch viele von, habe ich schon viele Videos drüber gesehen. Allerdings brauche ich persönlich sowas nicht, da ich keine großen Poren habe. Aber ich habe gehört, der soll ganz gut sein. Und ja, ich fand es jetzt auch ganz gut. Also man hat das schon gesehen nach dem Auftragen und dann mit Make-up, dass ja, das irgendwie ebenmäßiger war. Aber an sich brauche ich sowas nicht. Da habe ich auch gar keine Zeit für, irgendwie morgens mir nochmal eine Schicht unter das Make-up zu klatschen. Ja, was ich wiederum sehr, sehr gut fand, war das Sebium H2O. Ja, das ist praktisch dieses, wie nennt sich das noch? Bioderma H2O Sensibio Micellentechnologie Reinigungsfluid. Immer diese langen Namen, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall aus dieser Sebium-Reihe jetzt. Ja, und damit geht das Abschminken wirklich super, super leicht. Also ihr braucht das nur aufs Wattepad geben. Kurz einwirken lassen und euer Make-up verschwindet im Nu. Also finde ich richtig toll. Und wenn es dann auch noch die Wirkung hat, was will man mehr? Also das werde ich mir auf jeden Fall, sofern ich mal ein bisschen mehr Geld über habe für solche, ja sag ich mal, Luxusprodukte. Für mich ist das schon ja teurer. Also sie sind von den Preisen her total okay noch, aber es ist keine High-End-Kosmetik, aber sie sind schon halt etwas teurer. Also ich glaube jetzt die 500 Milliliter Flasche hiervon kostet genau wie das Sensibio so circa um die 20 Euro. Ja, aber werde ich mir auf jeden Fall mal kaufen. Dann, was ich mir unbedingt kaufen werde, ist auf jeden Fall das Gel Mousson Purifond. Also das ist so eine Reinigungsmousse, so ein Gel, einfach ein Waschgel, auf gut Deutsch. Das kam hier in dieser Verpackung und das ist wirklich der Knaller. Also ich muss sagen, ich habe mich nach meinem Klinikzeug, was ich ja verwendet habe, diese grüne Flasche, dieses Waschgel, habe ich gedacht, es gibt kein besseres. Doch, gibt es. Es ist wirklich dieses Produkt und das von Clinique kostet 20 Euro und dieses hier kostet, ich meine, so um die 13, 14 Euro. Je nachdem, bei welcher Online-Apotheke ihr schaut, ist das natürlich auch günstiger oder mal im Angebot. Ich werde mir das auf jeden Fall holen. Meine Schwester hat das auch, da habe ich es auch, glaube ich, jetzt noch ein, zwei Mal verwendet, immer wenn ich mal da war und ich liebe das Produkt. Es ist einfach super angenehm auf der Haut, es brennt überhaupt nicht, so wie die Garnier-Produkte zum Teil am Anfang oder auch bei meiner Freundin immer, weil sie halt empfindliche Haut hat, muss man halt gucken, auch wie man die verträgt. Aber dieses Produkt ist wirklich einfach nur genial, das muss ich mir auf jeden Fall nachkaufen und ich denke, das werde ich auch bald tun. Ich meine, das ist jetzt ist hier auch bald schon leer und ja, ich finde Gesichtsreinigung ist sehr, sehr wichtig, ja, da wir uns halt auch täglich schminken oder die meisten, ja. So, und ich sehe gerade, das ist natürlich nochmal die Creme in klein. Das ist jetzt kein neues Produkt, also das ist die nochmal in klein.
Und ja, die Creme ist wirklich super. Sie zieht schnell ein. Sie trocknet schon aus. Also ich kann sie auch nicht jeden Abend verwenden, aber so zweimal die Woche, manchmal dreimal die Woche verwende ich dann abends eine feuchtigkeitsspendendere, damit ich halt um die Nase und ja, nicht so trockene Stellen habe ab und zu, wo das dann mal ist. Aber ja, ich muss sagen, ich liebe diese Creme. Und jetzt zu dieser Anti-Pickel-Wirkung, sie ist wirklich vorhanden. Also ich habe vor allen Dingen hier auch ohne Make-up immer so, ja, nicht Mitesser, aber schon, ihr wisst, so kleine Pickelchen um die Nase rum besonders. Und ja, sonst mal hier und da vereinzelten Pickel. Und wo ich diese Reihe verwendet habe, hatte ich, ungelogen, das ist jetzt nicht irgendwie für die Firma oder ich weiß es nicht, ich werde dafür auf keinen Fall bezahlt, hatte ich keine Pickel. Und ich habe nie gedacht, dass es sowas mal irgendwie gibt, dass es Produkte gibt, die die wirklich ja, beseitigen. Also natürlich spreche ich jetzt für mich. Es kann sein, dass ihr euch, wenn ihr jetzt total begeistert seid durch das Video, euch die Reihe kauft und dass das bei euch nicht so wirkt. Dafür kann ich natürlich nicht garantieren. Das kommt immer auf eure Haut an. Aber bei mir persönlich haben die Sachen wirklich sehr gut gewirkt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich mir die Sachen unbedingt nachkaufen möchte. Meine Schwester hat auch diese Creme. Aber da gab es noch einen Vorgänger. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Und ich muss sie noch mal fragen. Ich weiß gar nicht, wie ihre Meinung dazu ist. Aber ich bin auf jeden Fall begeistert. Und ja, diese Sebium-Reihe werde ich mir auf jeden Fall zulegen mit dem Abschminkzeug, dem Reinigungszeug und noch mal der Creme. Dann gibt es da auch noch, ich weiß gar nicht, was es noch für andere Produkte gibt. Ich habe irgendwo noch den Flyer, aber den habe ich jetzt natürlich nicht hier liegen. Aber ich werde euch auf jeden Fall mal eine Online-Apotheke unten verlinken. Dort könnt ihr euch die ganzen Produkte angucken. Die Seite von Bioderma setze ich euch auch mal unten in die Infobox. Dort könnt ihr euch ja, die ganzen Produkte, sage ich mal, anlesen. Da stehen dann die ganzen Definitionen und was die einzelnen Produkte bewirken sollen. Finde ich auch sehr interessant. Habe ich auch gemacht, bevor ich mir die Sachen oder die Creme aussuchen durfte. Die Sachen werde ich euch mal verlinken. In der Apotheke könnt ihr dann auch die Preise sehen. Und ich werde mir auf jeden Fall die Produkte mal bestellen. Und ja, werde sie dann natürlich auch irgendwann im Haul zeigen. Da werdet ihr das nochmal sehen mit Preisen, falls ihr Lust habt. Und ja, also ganz klar, Bioderma vor Garnier Hautklar. Garnier Hautklar ist zwar eine günstige Sache, aber ich habe halt bis auf das, sie reinigen, nicht das Gefühl, dass sie mir irgendwie ja, meine Haut verschönern, indem ich keine Pickel mehr habe. Leider. Aber okay, viele sind auch von diesen Garnier-Produkten begeistert, habe ich auch auf Instagram lesen können. Viele schwören da drauf, schon seit Jahren. Kann auch alles sein, aber wie gesagt, Haut ist da ja verschieden und bei mir wirkt es irgendwie nicht so. Und wenn die Produkte leer sind und ich erstmal keine mehr davon verwende, vielleicht kriege ich dann ja auch ganz viele Pickel und dann merke ich, okay, sie haben doch was gebracht. Ich weiß es nicht, aber ja. Das waren jetzt so meine Worte zu den Produkten. Ich weiß ja nicht, was ihr für eine Meinung habt. Die könnt ihr mir gerne da lassen. Habt ihr auch Erfahrung mit dieser Sebium-Reihe von Bioderma? Schwört ihr darauf? Seid ihr damit zufrieden oder kommt ihr damit gar nicht klar? Genau das gleiche gilt auch für die Garnier-Produkte. Lasst mir mal gerne eure Meinung dazu da. Und ansonsten hoffe ich, das Video war einigermaßen hilfreich und informativ für euch. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss!